nicht, dass ich mir einen Sonnenbrand hole. Was ich als überaus positiv feststelle, die Kopffreiheit ist besser als in den allermeisten Autos. Wobei ich mit meinem Hut ein wenig Probleme mit der Kopfstütze habe. Warum finde ich es dieses Auto wie ein Pauschalurlaub? Weil es populäre Elemente, die der großen Mehrheit gefallen, vermischt und das auch noch für einen relativ günstigen Preis. Mit 16% Mehrwertsteuer kostet das Auto ab etwa 31.000 Euro. VW gibt aber 16% Rabatt, wie auch immer. Zum Vergleich, ein normaler T-Roc kostet 30.700 und ein bisschen was. Das Cabrio kostet also ein kleines bisschen mehr als der normale T-Roc und dafür bekommt man ein Auto, was ein kleines bisschen weniger praktisch ist. Und ein kleines bisschen schwerer. In diesem Fall ist übrigens die Rede vom Modell mit 1,5 Liter Vierzylinder Benziner. 150 PS, 250 Newtonmeter Drehmoment. Das Gewicht sind 1465 Kilo. Das ist 190 Kilo schwerer als ein normaler VW T-Roc mit vier Türen wohlgemerkt. Höchstgeschwindigkeit 205, Beschleunigung von 0 auf 100, 9,6 Sekunden. Ist das wirklich wichtig? Nö, weil mit diesem Auto fährt man nicht schnell. In puncto Fahrsicherheit ist das Auto absolut idiotensicher. Ich habe schon das ein oder andere Mal versucht, das Auto ein bisschen in die Bredouille zu bringen, da passiert überhaupt nichts. Man kann mit lächerlich hohen Geschwindigkeiten in die Kurve fahren, das ESP fängt einen ein, wenn man tatsächlich über die Vorderachse schieben sollte. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, hat man so viel Vertrauen in diese VW-typische Hinterachse, die niemals rutscht oder zuckt. Viele Cabrios in der Vergangenheit waren wie Sportwagen konstruiert. Das hat sich auch auf die Übersichtlichkeit ausgewirkt. Im Moment ändert sich das ein bisschen mit dem und auch mit dem Evoque Cabrio von Land Rover. Der Vorteil, ein Auto zu haben, was nicht wie ein Sportwagen konstruiert wurde, ist, dass ich eine bessere Übersichtlichkeit habe. Ich sitze im Auto höher. Klar, fahrdynamisch ist das jetzt nicht so toll, weil ich wirklich schon sehr weit drauf sitze. Und wenn ich mich mal hier richtig aufrichte, dann hängt auch mein Scalp über dieser Kante und der Wind weht mir über die Haare. Vor allem blöd für Leute, ich würde mal sagen, über 1,85. Die Schnauze des T-Roc ist ohnehin sehr kurz, deswegen weiß ich auch, wo der endet. Nach hinten, klar, das könnte besser sein. Das Problem von diesen SUV-Cabrios, aber auch von Cabrios im Allgemeinen, ist ja, dass das nicht nach hinten abfällt. Es geht gar nicht anders, weil dieser Aufbau muss etwas höher sein, damit das Verdeck irgendwo reingefaltet werden kann. Deswegen ist die Übersichtlichkeit nach hinten in Cabrios immer etwas schlechter. Man sollte das Auto wie das Golf Cabrio betrachten, was es vor ein paar Jahren gab. Das Stoffdach des T-Roc Cabrio stammt nämlich vom 2016 eingestellten VW Golf Cabrio. Und das T-Roc Cabrio wird auch im gleichen Werk in Osnabrück gebaut. Zum Dahingondeln, wie das wahrscheinlich die meisten gerne in ihrem Cabrio machen würden, ist dieses Auto, ich fasse es nicht, dass ich das sage, echt großartig. Es wird sogar noch besser dadurch, dass es eben nicht versucht, sportlich zu sein. Das ist ja das Allerschlimmste, wenn man es mit einem unsportlichen Auto zu tun hat und es tut so, als wäre es sportlich, über Fahrwerk oder Klangbild oder was auch immer. Dieses Auto ist kompromisslos unsportlich und gerade das zeichnet es aus. Ich möchte an dieser Stelle aus der Pressemitteilung vorlesen. Das T-Roc Cabriolet ist ein Botschafter für Lebensfreude und Fahrspaß. Mit seiner stylischen Coolness färbt es den Alltag bunter. Ich finde auch, man sieht voll schnieke aus, wenn man mit diesem Auto die Kleinen von der Penne abholt. Und bei all diesem Freiluftvergnügen und dieser fulminanten Lebensfreude, wie es die Pressemitteilung sagt, hätte ich fast vergessen, das Verdeck mal auszuprobieren. Es soll bis 30 km/h funktionieren und in 9 Sekunden auf- bzw. zugehen. Das ergibt aber schon Sinn, dass es bei 30 km/h geschlossen wird. In diesem letzten Moment habe ich gerade einen ziemlich starken Windstoß gemerkt. Ich glaube, wenn man schneller fährt als 30 und das Verdeck so kurz vorm Schließen ist, dann gibt es diese kleine Lücke und wenn der Wind da rein fegt, dann hebt das Verdeck ab. Das Mehrgewicht des T-Roc Cabrios gegenüber dem normalen T-Roc liegt natürlich an der Mechanik des Dachs, aber es liegt auch an der Verstärkung, die einfach notwendig war, um dieses Auto sicher zu machen. Zum Beispiel gibt es einen ausfahrbaren Überschlagschutz hinten und einen verstärkten Frontscheibenrahmen.
und überhaupt ist die Fahrzeugstruktur insgesamt ein bisschen stärker. Das Auto gibt es nicht mit Allradantrieb, sondern nur mit Frontantrieb. Zur technischen Grundausstattung gehört der Front Assist mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, die Multikollisionsbremse und ein Spurhalteassistent. Es ist ein Spaßmobil. Es ist nur eine andere Art von Spaß. Es geht hier nicht darum, schnell oder sportlich zu fahren. Das musste ich auch erstmal kapieren. Sondern es geht darum, Spaß am Herumgleiten zu haben. Und das tut es sehr gut. Dieses Auto ist einfach so bizarr und auch unnötig, dass ich es allein deshalb schon wieder mag. Weil ganz ehrlich, niemand kauft dieses Auto auch nur mit dem Hauch von Vernunft. Bei so einem Auto spielt die Zielgruppe natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und auch wenn sich viele Marken gerne mit jungen Menschen assoziieren, möchte ich mal behaupten, dass dieses Auto nicht für junge Menschen gedacht ist, primär. Sondern vielleicht eher für Leute, die möglicherweise schon im Rentenalter sind und trotzdem offen fahren möchten. Und unter diesen Gesichtspunkten finde ich dieses Auto wirklich entspannt. Mein Hintern wird geschmeichelt, mein Ischias macht keinerlei Probleme. Was will ich denn mehr? Getriebe ist das 7-Gang DSG. Ja, das arbeitet wunderbar vor sich hin. Es ist nicht so, dass ich das Auto so schnell fahre, dass ich wirklich hier an die Grenzen des Getriebes oder des Autos kommen würde. Es fühlt sich nach 150 PS an, aber es fühlt sich halt nach 150 Benziner PS an. Gleiche Leistung bei einem Diesel, hat natürlich auch mehr Drehmoment, macht dann schon ein bisschen mehr her. Der Motor ist insgesamt wirklich nicht entscheidend. Ich meine, das Getriebe, ja, das ist alles auf Bequemlichkeit ausgelegt. Das Auto bremst, es lenkt, es rollt, es macht all das, was man von einem Auto möchte. Es kann sehr gut Autoen. Das VW Tiguan Cabrio ist ein bisschen seltsam und gerade deswegen lustig. Ich wünschte mir, VW würde häufiger solche Risiken eingehen und etwas ungewöhnlichere Autos auf den Markt bringen.